Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, Ihnen heute Herrn Bussebaum vorstellen zu dürfen. Er hat uns bei der Neubearbeitung von Fredo als Berater begleitet mit vielen Tipps und seinen Erfahrungen. Hallo Herr Bussebaum. Hallo Herr Vorberg. Sie sind ja von Hause aus kein Grundschullehrer, aber Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Das ist sicherlich eine spannende und oftmals auch herausfordernde Aufgabe. Können Sie uns erzählen, wie Sie zu dem Thema Mathematik in der Grundschule gefunden haben? Und warum Ihnen gerade die Beschäftigung damit so wichtig ist? Ja, ich habe schon ein Lehramtsstudium und danach eben dann mich um die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie gekümmert. Und im Prinzip in beiden Bereichen meiner Ausbildung ist es so, dass Lernschwierigkeiten eben elementar sind. Und Kinder infolge von Lernschwierigkeiten nicht selten, sondern eigentlich nahezu in aller Regel richtig gehend psychische Begleiterscheinungen aufbauen, erhebliche psychische Beeinträchtigungen aufbauen oder verfestigen. Und um das zu vermeiden, ist es halt elementar, dass man an den Anfangsunterricht schaut. Und im Anfangsunterricht, gerade wenn man, wie ich jetzt eben Rechenschwäche und Dyskalkulie, sich darum kümmert und die Behebung derselben Dinge, dann kommt man notwendig darauf, sich mit Lehrwerken auseinanderzusetzen, mit Schulen zusammenzusetzen. Wir bieten regelmäßig beim Mathematisch-Lerntherapeutischen Institut, an dem ich arbeite, Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an. Und in denen geht es um den Anfangsunterricht und idealiter darum, rechenschwache Kinder oder Anlagen zu einer Rechenschwäche gar nicht so weit kommen zu lassen, dass es wirklich zu einem rechenschwachen Kind führt. Und in dem Zusammenhang waren wir extrem froh, dass sich Cornelsen oder in dem Fall auch jetzt sich Cornelsen mit mir auseinandergesetzt hat und gefragt hat, ob ich beratend beim Fredo mitarbeiten kann, weil das für uns nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt war, wirklich mal zu gucken, wie kann man in einem Lehrwerk Aspekte der Prävention von Rechenschwäche nochmal verstärken. So kam es zu der Zusammenarbeit. Was ich dann im Laufe der Tätigkeit wirklich als ausgesprochen produktiv auch für meine Arbeit erwiesen hat. Eines Ihrer besonderen Steckenpferde ist die Multiplikation. Mhm. Warum ist denn gerade die Multiplikation so ein wichtiges Thema im arithmetischen Anfangsunterricht? Zum einen, weil es einfach seltener behandelt wird. Man hätte sicherlich auch über den Übergang von Menge, Anzahl zum Zahlbegriff sprechen können. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt und Hauptstolperstein für rechenschwache Kinder. Ein weiterer Stolperstein, der jedem Lehrer allerdings auch wirklich schon bekannt ist, ist, dass diese Kinder vom Zählen zum Rechnen kommen sollen. Also, dass man eben nicht mehr abzählt, hochzählen für Plus, runterzählen für Minus, sondern ins Rechnen kommt, also Zusammenhänge zwischen den Zahlen und Rechenoperationen aufbaut. Das wäre sicher auch möglich gewesen. Oder Stellenwertsystem, Rechnen mit großen Zahlen, das sind alles Dinge, die Stolpersteine für rechenschwache Kinder darstellen und die sehr, sehr relevant sind, dass man sich damit als Lehrkraft auseinandersetzt, aber die auch ziemlich gut dokumentiert sind. Und ich glaube, jedem Lehrer ist es total klar, wie gerade Zehner über- und unterschreitendes Rechnen im Zahlenraum 100, dass das für rechenschwache Kinder ein Riesenproblem ist. Die Multiplikation, da sieht es oft ein bisschen anders aus. Das scheint gekonnt, wenn das einmal eins gekonnt ist. Und trotzdem erleben wir einfach ganz, ganz häufig, dass die Kinder keine Vorstellung von der Rechenart multiplizieren haben. Ja. Und wenn das Multiplizieren nicht verstanden ist, führt es zu eklatanten Folgeproblemen in Bezug auf Division, schriftliche Division und dann, das ist ein wichtiger Ausblick, denke ich, auch zum Fehlverständnis von Brüchen. Sie können Brüche und Bruchrechnen und später dann auch Zinsrechnen, Prozentrechnen oder eben auch Zuordnungen, proportionale, antiproportionale, nicht verstehen, wenn nicht vorher das Fundament Multiplikation, Division gelegt ist. Und dieses Scheitern führt dann an den weiterführenden Schulen zu massiven psychischen Beeinträchtigungen.
Und das zu vermeiden, das ist ein bisschen auch das, was ich heute so in kleiner Form transportieren möchte. Worauf kommt es da an? Beim Multiplizieren.